Hallo liebe Freunde dieses Kanals. Die erste Airline, Qantas, eine australische Airline, hat bekannt gegeben, dass sie für internationale Flüge ihre AGB ändern werden, sobald eine Covid-19-Impfung auf breiter Basis verfügbar ist und dann nur noch Fluggäste aufgenommen werden im internationalen Reiseverkehr, die gegen Covid-19 geimpft sind. Alles dazu jetzt im Video. Die australische Fluggesellschaft Qantas will nur noch geimpfte Fluggäste auf internationalen Flügen. Auf nationalen Flügen hat man sich noch nicht entschieden. Momentan ist es ja aber so, dass Australien so gut wie gar keine Fälle hat und die Grenzen komplett dicht sind. Qantas-Chef Alan Joyce hat erklärt in einer Pressekonferenz, dass er in Zukunft die AGB ändern lassen will und wie gesagt Covid-19-Impfungen zur Pflicht werden. So etwas Ähnliches hatte ich bereits in einem Video vor mehreren Wochen erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass auf internationalen Reisen das kommen wird, denn wir haben das ja im neuen Infektionsschutzgesetz, wie man das so schön nennt, auch festgeschrieben, dass nicht geimpfte Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, in Quarantäne müssen und die, die geimpft sind, eben nicht. Also wir haben da auch eine Zweiklassengesellschaft, wo man sagt, okay, Geimpfte müssen nicht in Quarantäne, nicht geimpfte müssen in Quarantäne. So will man das bei den Airlines offensichtlich auch handhaben. Bin ziemlich sicher, dass internationale Fluggesellschaften relativ schnell das auch ankündigen werden und die deutschen Airlines sich noch ein bisschen zieren werden, ja, weil der Deutsche an sich ja sehr kritisch ist und eigentlich immer sofort auf 180 geht bei sowas. In diesem Fall durchaus zu Recht, wie ich finde, weil das ist schon eine harte Nuss. Ja, dann hat man eine indirekte Impfpflicht, wenn man international reisen möchte. Und ich weiß nicht, ob das jemals wieder aufgehoben wird, weil der Virus wird bei allen Maßnahmen, die wir treffen, wahrscheinlich nicht verschwinden. Und natürlich haben wir hier bei Umfragen 50% Personen, die sich impfen lassen wollen, 50% wollen sich nicht impfen lassen. Das heißt, es wird einen großen Anteil an der Bevölkerung geben, die nicht geimpft sein werden aus Überzeugung, weil sie Angst vor den Nebenwirkungen haben oder weil sie Impfungen an sich ablehnen. Und dann bekommt man jetzt tatsächlich offenbar das Problem, dass man internationale Reisen mit dem Flugzeug nicht mehr antreten kann. Bis jetzt ist es nur Qantas, aber auch der Geschäftsführer Alan Joyce von Qantas hat gesagt, er ist ziemlich sicher, dass andere Fluggesellschaften das auch machen werden. Ich denke, dass man sich da im Hintergrund schon längst abgestimmt hat, denn keine Fluggesellschaft dieser Welt kann es sich leisten, auf 50% der Kunden zu verzichten. Ich meine, die Deutschen sind sehr kritisch, was das angeht. In anderen Ländern sind es vielleicht 60-70% Geimpfte, die sagen, ist mir völlig egal, ich lasse mir alle spritzen, Hauptsache ich kann reisen. Das wird sicherlich geben, aber wie gesagt, auch in anderen Ländern gibt es Leute, die sagen, nee, mache ich nicht. Und die Fluggesellschaften können es sich nicht erlauben, auf solche Gäste zu verzichten. Deshalb bin ich sicher, dass man im Hintergrund verhandelt hat, die Fluggesellschaften, und gesagt haben, okay, wir machen das alle, aber wir geben das natürlich nicht alle gleichzeitig bekannt, das gibt zu viel Aufruhr. Wir machen das mit der Salami-Methode, ja, das ist die Salami-Taktik. Einer gibt es bekannt, zwei Wochen später kommt eine Wahnsinnsmeldung raus, wo man dann schnell auch seine Meldung rausgibt, weil dann fällt die nicht so auf. Jetzt in Zeiten von Corona kann man ja das alles so schön bekannt geben, ohne dass es eigentlich wirklich jemand interessiert, weil die Medien ja nur auf diese Infektionszahlen starren und über nichts anderes mehr fast berichten. Was haltet ihr von der Impfung? Wollt ihr euch impfen lassen oder sagt ihr, will ich überhaupt nicht? Schreibt mir in den Kommentaren, gebt mir ein Like, wenn euch das Video informiert hat. Behaltet den Kopf oben in dieser schweren Zeit und folgt meinem Kanal. Bis dann, euer Alex.